Es war ein Aufstiegsspiel von Dritt- in Zweitliga. Der Max Münger war für uns dabei. Wir stehen jetzt bereits vor der Garderobe vom HC Weiss-Blau und warten ganz gespannt auf die Spieler, die jeden Moment vom Einlaufen werden zurückkommen. Wir gehen schauen, wie sich die Leute vorbereiten. Mittlerweile stehen wir in der Garderobe vom Schlittschuhclub Rheinach. Bei mir steht Christoph Haldimann. Christoph, habt ihr euch speziell auf das Spiel vorbereitet? Ja, wir haben eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass wir hier in das Aufstiegsspiel kommen und haben es bis letzten Sonntag gar nicht gewusst. Also zum Vorbereiten ist relativ wenig Zeit geblieben. Wir haben einfach knallhart trainiert, noch zweimal. Was erwartet ihr im Speziellen von diesem Spiel heute Abend? Wie wird es ausgehen? Wir erwarten einen harten Fight und wahrscheinlich ein knappes Resultat. Mit einem knappen Sieg für uns. Ruhig bleiben. Das ist nicht zu hektisch. Es ist klar, jeder ist ein bisschen nervös, es ist ein Aufstiegsspiel. Aber gleich schauen, dass ihr einfach eure Emotionen unter Kontrolle habt. Nachher ganz wichtig, das kennen wir seit dem letzten Match, wenn ihr eine Strafe habt bekommen, geht einfach nur mit dem Schiri reden. Ihr wisst, ihr müsst raus, das ist durch. Geht einfach raus, geht schauen und euch noch auf den nächsten Einsatz konzentrieren. Und denkt daran, wir haben 2x60 Minuten nie aufgegeben. Wir haben auch noch mal 60 Minuten. Und ihr habt euer eigenes Ego zurückgenommen. Also Gielen. Wenn der Schiedsrichter Pfiff hat, entschieden hat, nicht mehr stürmen. Hey ja. Let's go boys! Hey ja! Hey ja! Hey ja!
Schiedsrichter von dieser Partie heute Abend sind die Herren Rötlisberger Walter und Siegenthaler Martin. Herr Rötlisberger, was meint ihr zum jetzigen Spiel? Wie läuft es für euch? Ist es ein einfaches, pfeifendes Spiel oder ist es schwierig und hart? Ja, aus meiner Sicht ist es, das Spiel ist einfach zum Pfeifen besetzt. Es ist fair, kann man sagen. So etwas muss man machen, die Spieler. Oder nicht jeder sagt, Pfeife, also Besitz, fair, kann man sagen. Überhaupt kein Problem. Denken an die Worte von der Emsi und ich am Anfang gesagt, hier in dieser Kabine. Betreffend Aggressivität, betreffend Einsatz, welche Linie das aufs Spiel geht. Ich sage, wer das aufs Spiel geht. Da gibt es kein Kopfschütteln von niemandem. Ich werde jetzt ziemlich aggressiv. Probieren einzustecken und nicht nachzuschlagen. Wir haben einmal Ersatz hier drin. Wenn einer nachher schlägt, dann geht er duschen und das Spiel sauber durchziehen und nach den Regeln, die wir spielen. Kein Nachschlagen. Wir haben nächsten Samstag noch ein Match. Und ich werde kennen, der eine Matchstrafe hat. Geht genau gleich weiter. Das Spiel haben wir uns verdient. Kommt! Bispo! Hasta vista! Vale! Tutti frutti! Ja, wir sind im Großen und Ganzen zufrieden mit dem Spiel. Rheinach ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wir machen sehr viel Druck. Wir machen schnell Spiel.
Auf dem müssen wir zufrieden sein mit dem 3-1. Wir hoffen, wir bringen nächste Woche den Aufstieg zustande. Das wäre ein super Erfolg für Wiesbaden. Tipptopp in Mannschaftsleistung gesehen. Alle haben voneinander gekämpft. Den Sieg haben wir sicher verdient. Es gibt aber noch ein Spiel zu spielen. Nächsten Samstag am 4.5 in Rheinach. Und dort alles geben, so wie heute, sind wir überzeugt, dass wir oben sind.